Hallo und herzlich willkommen zu einer allerersten Folge, ja, Hexit-Projekt. Die Hexe macht einen Topf. Nein, nein, diesen Namen werden doch, wir immer nennen noch das nicht. So. Nein. Leute, wer dafür ist, der schreibt in die Kommentare Hexe. Jawohl, los. Nee, die Hexe im Eintopf. Hashtag so heißt das Hexe Projekt. Hexe im Eintopf, genau. Lida sagt Hexe im Eintopf. Nein, halt dein Maul, ich bin Lida auf dem Kanal. Wir haben hier zwei Exit-Erfahrene dabei, das sind Max und ich. Und wir haben zwei Neulinge dabei, Clemens und Jakob. Und deswegen haben wir uns in zwei Teams aufgeteilt. Und wie das genau abläuft, das wird euch Max jetzt erklären. Ja, also schaut her oder hört hin. Ihr sollt nicht schon wieder weglaufen, bleibt doch mal stehen. Okay. Der Vincent läuft weg. Ja, ist echt so, Vincent. Also, wir teilen uns halt in die zwei Teams auf, erfahren und unerfahren, und werden von hier aus jetzt in zwei verschiedene Richtungen gehen. Also, Vincent und Clemens werden jetzt hier irgendwie nach links gehen oder so, und ja, übers Meer. Und auf jeden Fall werden wir jetzt die ersten 10 Folgen nicht, also werden wir in unseren Teams machen, was wir wollen. Und nach den 10 Folgen sollten wir uns treffen, dürfen wir uns töten. Also und dann wie lange sind die Zeit Folgen? Vorbei. 20 Minuten. Ja, 15 bis 20 Minuten, so Standardzeit. Allerhöchstens 25. Ja, genau. Gute, dann würde ich mal sagen, ich habe eine Nachricht und das ist mir jetzt ist auch. Dann würde ich mal sagen, Max, wir go. Überlassen den let's Team unser Schicksal. Max, musst du... Danke. Hallo. So, wir sind jetzt... Guten Tag. Ja gut, hier kann man nichts abhauen. Das ist übrigens gerade der zweite Anlauf hier, ne? du laggst. Ich lagge überhaupt nicht. Doch, du portest dich bei mir übelst. Ja, du nicht. Okay. Mach doch jetzt schon ein bisschen. Mach mal so. Aber es läuft auf jeden Fall besser als der erste Versuch. Ja. Oh, eine Hexeblume! Wenn du solche Blumen hier siehst, ne? Solche hier vor mir, so diese blaue, ja. Ne? Die sind sehr wichtig für die. Die braucht man für die seltensten Rüstungen. Blumen. Ja, das ist ein Teil, weil die sind, da kriegt man Hexical Essenzen daraus. So. Doch, ich habe jetzt mal Render Distance Extreme eingestellt. Ja, in unserem Team wird es auch so sein. Wir werden ab der nächsten Folge dann Second Screen machen. Das heißt, Clemens wird dann oben in der Ecke sein. Oh, ich falle immer nur ins Wasser, ey. Das machen wir jetzt allerdings noch nicht, weil wir jetzt einen Tag vor Release aufnehmen und deswegen würden wir es nicht schaffen. Apropos Release, wir Hexit-Projekt oder wie auch immer es heißt, wird immer mittwochs 16 Uhr von unserem Team und 18 Uhr von dem anderen Team kommen. Nur mal so als Information. Und da drüben ist, glaube ich, Festland. Es laggt wieder gerade so mega, weil wir beide in verschiedene Richtungen generieren. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt geht's ein bisschen. Ja, jetzt. Da drüben ist Festland. Ja, Festland! Oder? Ich brauche was zu essen. Da ist ein Pferd, da ist ein Pferd, ein Pferd. Ja, Pferde. Da sind mehrere Pferde. Aber ich habe keinen Sattel. Lol, bei mir schwebt ein Pferd in der Luft. Ja, weil da sich noch kein Boden regeneriert hat, noch kein Boden generiert hat bei dir. Das steht oben auf dem Baum. Oben auf dem Baum. Ach so. Ganz oben. Lol, davon sind Bärenbüsche. Oh ja, beste Sachen müssen wir mitnehmen, ey. Was, Bärenbüsche? Ja, wo bist denn du? Ich bin noch auf dem Meer, so jetzt bin ich da. Okay. Ich bin auch noch auf dem Meer, ne? Ja, ich zähl dich. Achso, ich dich nicht. So, ich kann dich nicht schlagen. Ach, du leckst wahrscheinlich wieder. Minimal. So, die Büsche nehme ich mal mit, weil die können wir anpflanzen und dann wachsen da ja, Bären. Ja, ich stehe bei dir noch rum. Ja, cool, ja, es laggt. Ich baue nichts ab. Aua, oh, ich krieg grad Schaden von was auch immer. Ich hab echt dich geschlagen vor einer halben Minute. Achso. Oh, cool, es lol. Die ganzen Blöcke ploppen wieder hin. Lol. Lol. Er ist rausgeflogen. Hallo! Ich werde das abbauen! Also ich kann das abbauen, ich weiß nicht, was du hast. Ja, aber kommt da was raus? Ja. Lol, bei mir bist du einfach nicht da! Was? Ja! Oh, eine Hexikelblume! Guck, drück mal Tab und guck mal, was der Dingens für einen Connect hat. Oh, geil! Guck mal, da drüben ist Flachland, lass da mal hingehen. Hier in diesen riesen Baumbiomen, da laggt sowieso ein bisschen mehr als bei normal. Lol, Standbild. Ah. Ein Hühnchen. Aber ich kann es nicht töten. Doch. Lol, es laggt nicht mehr. Wahrscheinlich ja, weil er wahrscheinlich raus ist. Nee, die haben wahrscheinlich aufgehört zu generieren. Aber ich sehe dich nicht. Ich höre dich nur. Hä? Ich stehe direkt neben dir. Nein, du bist wieder. Du bist bei mir unsichtbar. Oh, da ist ein Haus. Was ist denn das hier? Was? Wo bist du?
Geht mal nicht zu schnell. Ja, ja, wir werden uns sicherlich auch gleich niederlassen hier, weil hier ist schon mal ein Haus. Ja, da können wir einziehen. Ich kann nicht mehr rennen. Ja, ich hab ein bisschen Essen. Ja, wir werden uns jetzt hier erstmal niederlassen. Ja, und du willst alle haben gute Connections, ja. Nur der Max nicht. Ah, jetzt auch wieder. Ja, ich lagge noch ein bisschen. Also, bei mir laggt's. Ohne Witz! Ich kann die Scheiße ja, nicht abbauen. Naja, bei mir laggt's schon noch. Also, es ploppt immer wieder hin und dann ploppt's wieder weg. Ja, doch, so ein bisschen. So, diese Büsche, die können wir alle anpflanzen. Ich habe einen Blueberry-Busch und einen Raspberry-Busch. Ja, die können wir alle anpflanzen, so. Oh, hier liegen Pfeile rum. Wichtigste Sache ist auch, Diamanten brauchen wir zwar, gibt's hier aber zuhäuf, also ist nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir nehmen einfach erstmal das Haus hier. Mhm. Und eine Hexikelblume! Wir brauchen Holz, wollte ich nur mal so sagen. Alter, ohne Witz, ich sehe dich nicht. Warte mal, ich disconnecte mal. Ja, toll, jetzt sind wir beide raus. Ja, ich reconnecte auch gerade. Da wird sich Max jetzt auch gerade ganz kurz denken, ja, lol. Ah, da, hi. Jetzt, ja. Hast du den Zaun bekommen? Ja. Ah, okay, kannst du den wieder platzieren? Ja, aber ich brauche was zu essen ganz dringend. Ja, hier. Wo hast du die her? Von den Büschen. Die Büsche werde ich jetzt auch hier draußen erstmal anpflanzen. Ah, ich auch. Immer nur einen setzen und dann immer eins dazwischen Platz lassen. Damit, damit man durchlaufen kann. Weil man muss nämlich nur einmal ganz kurz gegenschlagen, damit man die aberntet. Deswegen kann man das als dauerhafte Farm anbauen. So, das waren erstmal alle meine. Wir haben kein Holz gesammelt, wir sind echt intelligent, ne? Ich geh mal eben hinter und klopp noch ein bisschen. LOL, da ist ein Riesen-Dungeon! Jo, wir werden Spaß haben, Alter. Wir haben hier nebenan direkt einen riesen Dungeon, was wir irgendwann, wenn wir ein bisschen Rüstung und so haben, was wir dann clearen können. Und hier sind nochmal Büsche, falls wir brauchen. Lol, es laggt gerade wieder richtig hart. Ja. Oh Gott. Ah, jetzt geht's wieder. Nee. Immer noch nicht? Naja, es geht. Ja, doch jetzt. Ja. So, 4-Lock will ich nicht. Nee, Redwood-Lock ist noch scheiße. Scheiße, ja. Kennst du schon das Wort Scheiße? Ja. Hosenscheiße. Aha. So. Bist du auch da, bist du? Ja, und siehst du hier über mir so dieses Steingebilde da? Ja. Das ist ein Dungeon. Also vom Prinzip. Jo, nice. Vom Prinzip gibt's ja hier in Hexit. Also vom Prinzip erkläre ich jetzt den Zuschauern und dir, Clemens, mal Hexit von vorne, ne? So ganz langsam mit dem Let's Play. Ja. Vom Prinzip gibt's ja überall auf der ganzen Map ganz viele Dungeons und da sind teilweise sehr, sehr starke Gegner drin und am Ende eines Dungeons sind immer ganz viele Kisten und ein Endgegner, den man vorher besiegen muss. Mhm. Und ja, so verdient man sich vom Prinzip hier in Hexit eigentlich seine ganzen Sachen. Farmen oder Minen gehen ist am Anfang ein einziges Mal, um halt mal eine Eisenrüstung oder so zu haben, damit man nicht gleich stirbt in den Dungeons. Aber sonst meint man nicht in dem Spiel. Und wie kriegt man dann sonst Sachen? Aus den Dungeons. Man findet in den Dungeons alles. Das sind überall massig Kisten. Es gibt, man braucht auch, man kommt ohne Rucksäcke und so ein Kram gar nicht mehr aus, weil man einfach permanent voll ist. So, ich würde sagen, wir verpissen uns erstmal ins Haus, weil es ist jetzt schon tiefste Nacht. So. Zum Glück haben wir hier drin schon Fackeln und ich mach diesmal keine neuen Workbenches. So, setz ich mal hier hin. Mach ich mal die Tür zu. Und dann baue ich uns erstmal, ja, was könnten wir denn jetzt brauchen? Erstmal ein Schwert. Warte mal, wir haben doch hier Steine. Ja, am Haus. Werde ich erstmal. Lol, hier ist eine Giraffe vor unserem Haus und irgendein komisches Portal. Ja, nicht in das Portal gehen. Warum? Da kommt, es kann sein, dass du nicht wieder rauskommst. So, ich baue jetzt gerade mal unser Haus ab. Warum? Damit ich Steine für Steinschwerter habe. Mach mal mit. Damit wir erstmal ein bisschen Verteidigung haben. So, ich habe jetzt schon mal 4 Steine, damit wir jetzt erstmal 2 Steinschwerter haben. Hier, bitteschön. Danke. Leute, ich habe jetzt 3. Ah, okay, jetzt ist weg, da liegt. Ich mache auch erstmal eine Kiste schon mal. Die stelle ich mal hier hin. Dann können wir erstmal noch einen Scheiß reinpacken. So.
Hast du schon eine Dingens? Was? Eine Pickaxe? Ja, eine Holz. Kannst du mir mal 3 Steine abbauen? Ja, ich muss erstmal hier vom Haus ein bisschen clearen. Oh lol. Oh lol. Ja, es ist keine gute Idee zu kämpfen, wenn es laggt. Ja. Aber es hat sich jetzt irgendwie, es hat sich jetzt gefangen relativ, finde ich. So. Ich baue mal noch ein paar Beeren an hier. Ich habe nämlich noch 10 Büsche. So. Dann, wir haben doch hier direkt nebenan eine Mine, oder? Ja, eine Höhle. Jetzt laggt's wieder. Ja, dann erkunden die anderen beiden gerade wieder. So, rein mit dem ganzen Scheiß. Hast du Steine? Nein. Deswegen, aber wir haben ja direkt hier eine Höhle nebenan. Alter, ich komme nicht aus der Tür raus. Ich kann die Crafting, ach doch jetzt. Ja. So, hier ist eine Höhle, ich baue mal ein paar Steine ab. Wofür brauchen wir denn welche? Wie viele? Na, ich würde sagen, erstmal für eine Steinausrüstung. Okay. Bei mir laggt's. Alter, wie es laggt. Hm, ist so. Jetzt geht's. Nicht. Es nervt mal ultra, Alter. Nee, aber wenn erstmal die Welt so an sich ein bisschen generiert ist, dann dürfte das auch nicht mehr so laggen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel RAM er dem Server zugewiesen hat. So. Ja, und schon geht's flüssig. Ja, ich bringe einfach mal 20 Steine dürften reichen, oder? Ja, ich mach mal 25. Können wir uns noch einen Ofen bauen. Ich habe auch jetzt ein paar. So. Gut. Wir haben kein Rohholz mehr, oder? Nee. Gut, sonst hätte ich gesagt, wir brennen uns jetzt ein bisschen Holzkohle. Aber ich habe schon mal einen Ofen gemacht. Den stelle ich schon mal hier. Na warte, ich gehe jetzt Rohholz farmen. Und dann mache ich mir mal Steine. Pickaxe. Ich bin so dumm, ich brauche Sticks. So. Pickaxe. Und runter in die Mine. Habe ich mir. Toll. Was denn? Habe ich mir 2 Steinpickaxe gebaut, obwohl ich eine Schaufel machen wollte. Geil. Okay, die Mine ist sinnlos, weil hier nichts ist. Und ich brauche unbedingt was zu essen, ne? Ohne Witz, unsere Bärenbüsche müssen wachsen. Ja. Aber es ist auch noch Nacht, gell? Ja. Aber ich glaube nicht mehr so lange. Kann man Gold mit Stein abbauen? Nee, kann man nicht. Ja, es ist genau Mitternacht gerade. Ah, man kann aber Eisen abbauen. Ich habe hier ganz viel Eisen. Spinne! Töte es. Das ist doch ein Steinschwert. Creeper! Oh Gott. In oder an unserem Haus? Nee, aber ich habe nur noch 3 Herzen. Okay. Ich brauche was zu essen, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu essen. Ja, ich habe aber nicht mal Zombiefleisch. Lol, aber ein Zombie habe ich. Ich bin tot, ich bin tot. Yo, super. Ich habe auch kein Bett gehabt, gell? Ja, aber die Koordinaten haben wir ja, also du kannst wieder herlaufen. Aha. Ja, ich habe natürlich instant nichts, nur noch 3 Hungerbalken. Also nur noch 3 Hungerdinger. Ja, ich sammle mal dein Zeug auf. Warum habe ich... Ich kann nicht mal mehr laufen. Voll, jetzt brauche ich wieder Stunden. Nehmen wir mal die Koordinaten. 153 und 32. Alles klar. Bin dann so in 3 Tagen da. So, alles klar, mach mal so. Da hinten ist ein Gelatine-Slime. Den kann man essen. Hat jemand auf die Uhr geguckt? Ja, hab ich. Ist gerade ganz schlecht. Was waren die Koordinaten nochmal? Hab's vergessen. Rund 130 und 30. Alles klar. Oder sowas. Ich bin gerade ein Stück vom Haus weggelaufen. Es laggt. Und ich kämpfe gerade ganz schlecht.
Laggt wahrscheinlich gerade wegen mir. Weil ich generiere. Ja, du generierst ja eigentlich. Achso, läufst du irgendwie durch neues Gebiet oder was? Ja. Also zumindest generiert meine Karte. Ich verliere Leben durch Hunger. Ja, bis auf ein halbes Herz jetzt runter. Ja. So, ich hab Gelatine. Geil. Ich muss hier. Oh Gott, ein Harbringer. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ein was? Ein Harbringer ist so ziemlich mit am Anfang eins der stärksten Monster, die es gibt. Oh, er hat abgelassen. Ey, hier ist ein Dorf mit einer Mine. Ja, super. Guck mal rein. Ich hab Zombie-Fleisch. Geil. So, unsere Kiste ist natürlich jetzt schon wieder voll. Ich mach mal gleich eine doppelte draus. Kann ich die? Hi. Vincent? Ja. Ich habe ganz viel gefunden. Ich habe ein Papier-Schildkopf, einen Kaktus-Schaufelkopf, ein Feuer-Feuersteinverbindung, eine Schleimpfanne, einen Eisenmeißelkopf, einen Kaktusmesserklinge, eine Schleimpfanne, einen Schleimmittelgroßer Schützer. Ja, das kannst du da lassen. Ich nehme einfach mal alles mit. Nee, weil das bringt uns ohne die ganzen Sachen, die da sind, gar nichts. Jolo, vielleicht finde ich noch was. Jo, ist der Harbringer jetzt vor unserer Tür oder was? Nee. Ich habe einen Pisten gefunden. Was ist denn eine Schablonenkiste? Ja, das braucht man auch dafür, das braucht man alles dafür. Deswegen, also, lass es da, wo es ist. Es müllt nur unsere Kiste sonst sinnlos zu. Will das auch mitnehmen? Nee, lass das da. Ist das denn alles gut? So, ich verbrenne jetzt einfach mal unsere Wooden Pickaxe. Damit ich ein bisschen Eisen schmelzen kann. Oh, wir haben noch eine. Das reicht jetzt bestimmt für ein Eisen oder so. Tatsächlich. Super. Ich habe nochmal so ein Bullshit gefunden. Bronze Spitzhackenkopf, das ist toll. Ja, da kam gerade. Bringen die einem auch nichts? Ja, das ist genau das gleiche alles. Wie gesagt, wir bräuchten da die ganze Ausrüstung, die wir in den Häusern haben und die in den Häusern da sind, und das kannst du nicht mitbringen, weil das einfach viel zu viel ist. Alles klar. Komm da mal rüber. Was ist dieser riesen Turm hier in der Mitte? So ein Turm ist ein Battle Tower, da sind in jeder Etage Monster und Kisten, geh da nicht rein. Du wirst jämmerlich sterben und ich hab nicht Bock noch länger alleine hier rum. Ey, hier ist ein Schwein, ich kill das Schwein. Es wird Tag. Ganz langsam. Ist der Harbringer noch da? Ich seh ihn nicht. Ich trau mich auch nicht nach ihm zu suchen. Jawohl, ich hab was zu essen. Ja? Ja. Lol, der ist der Harbringer, scheiße. Muss hier weg. So, ich habe jetzt effektiv die Nacht mit Nichtstun rumgebracht. So wie immer also. Ist da drüben eine Hexenblume? Da ist eine Hexenblume. Was sind denn Güsal, sieht's? Güsal brauchen wir für die vorhin schon erwähnt. Oh ne, ist doch keine Hexenblume. Vorhin hat Max ja schon von Chocobos geredet, ne? Ja. Das sind so gelbe Vögel, die überall rumlaufen und die kann man zähmen und darauf reiten und dann kann man die züchten und dann kann man irgendwann damit fliegen und so ein Kram. Und dafür, für das Züchten und Zähmen, braucht man Güsal. Ich habe noch anderthalb Hungerdinger. Geil. Ich bin auch nicht mal wieder da. Ja. Aber es ist gleich Tag, also hast du gleich wenigstens den Monsterfaktor nicht mehr. Aber wie gesagt, ich kann mir einen Schnitzel machen. Oh, geil. Naja, unsere Bärenbüsche wachsen. Creeper. Unsere Bärenbüsche wachsen gerade. Also, vielleicht können wir die dann heute schon mal ernten. Leute, das ist ein kopfloser Zombie. Leute, die lassen Herzen droppen. Oh, wie geil. Ja? Ja, ich habe gerade einen Zombie getötet und der hat ein Herz droppen lassen. So,
Soll ich wieder ein bisschen leben? Ich hab noch einen Hungerbalken. Ja, ich hab noch 3,5, weil ich mir gerade wieder ein bisschen was rangefressen habe. Ah, Bärenbüsche wachsen. Ist gut, ist gut. Ich bin gerade noch ein bisschen unterwegs auf der Suche, aber Tiere oder so haben wir hier ja einfach gar nicht. Aber ich hab ein bisschen Kohle gefunden. Und ich hab schon ein Eisenschwert. Und wenn ich jetzt mit der Kohle noch ein bisschen Eisen brenne, dann kann ich mir auch eine Eisenspitzhacke machen und dann geht die Party. Weil wir dann alles abbauen können, weil Diamanten findet man ja auch an der Oberfläche. Und wir können uns ein bisschen Fackeln machen, damit wir tiefer in die Minen gehen können und so ein Kram. Ich habe verrottetes Fleisch gefunden und ich kriege Damage, weil ich Hunger habe. Du gehst übrigens, glaube ich, nur auf 4 Herzen runter. Ja? Ja. Bin ich nämlich auch gerade. Eben, vorhin. So. Ey, wir haben hier keine Tiere. Nix, ne? Na, ich habe ein Schwein unterwegs gesehen. Ja, aber sonst nix. Was ist das denn? Ein Fox? Der macht ja komische Geräusche. Was hat denn der fallen lassen? Ein Scrap Meat. Mhm. What does the Fox say? Ja, so ein... Oder so hat der Fox gesagt. Da unten ist ein Alligator im Wasser. Ja, läuft. Da ist noch einer. Ich wäre gerade einfach fast in den Alligator reingelaufen. Hätte bestimmt ein bisschen wehgetan. Ja, läuft bei dir. Ah, du bist ja da. Hi. Hi. So, ich... dein Zeug ist alles in der Kiste. Guck mal hier, die sind alle schon in Stufe gewachsen. Also, die paar da. Eine Stufe. Wann kann man die ernten? Eine Stufe müssen die noch wachsen und dann müssen sie nur Früchte tragen. Dann kann man sie ernten, ja? Dann kann man sie ernten, ja. Das ist nice. Halt, die Bären, die bringen auch immer nur eine Hungerkeule, aber dafür kann man sie schneller essen als alles andere und sie wachsen halt unendlich. Ja. Toll. Wo ist das Ganze? Was? Hast du gerade das Iron aus dem Ofen genommen? Ja. Kannst du ja reinpacken? Danke. Und guck mal auf deinen Rücken. Oh, voll cool. What the fuck, ey? Ich find das voll geil. Bei mir wird man es, glaube ich, nicht sehen. Ja, durch das Cape ist das optimal verdeckt. Stehst du da oben oder bewegst du? Ach nee, okay, du bewegst dich gut. Ja. So, also. Such gerade ein paar Tiere. Ja, für uns ist jetzt wichtig, dass wir in die Minen kommen und. Also für uns ist Essensicherung wichtig und in die Minen kommen wegen Rüstung und so, weil wir müssen so schnell wie möglich. Ach komm, ich sammle jetzt ganz altbacken ein paar Seeds. Oh, ich mach mal. Ja, das ist eine gute Idee. Was habe ich denn hier eigentlich für Seeds? Güsal? Okay, Rotten Flesh, Potato. Potatoes kann man doch auch einpflanzen, oder? Boah, Büsche wächst schneller. Aus Zucker kann man ja auch kein Essen machen, soweit ich weiß. Sind denn Cotton Seeds? Ach hier, ja, okay. Baumwolle. Ja. So, da drüben sind Monster. Mit einem Monster Buddy. Ah. Der war wieder ganz auf unserem Niveau, ne? Ja. Also, aber richtig, ja. Wenn wir mal wieder den richtigen Tag erwischen, dann werdet ihr hier bei uns im Team schlechte Witze über schlechte Witze bekommen. Und wir sind, und wir sind das Team schlechter Witz. Creeper. Was? Erste 4 Essenzen? Ah, ja. Hexical wahrscheinlich. Ich hab noch Was mal. Sind denn erste 4 Essenzen? Na, er hat jetzt 4 dieser Blumen gefunden. Und wir haben schon. So. Ich brenne mal noch ein bisschen mehr Eisen. Was ist dir momentan lieber? Eisenspitzhacke oder Eisenschwert? Eisenschwert. Okay. Machen wir so. So, ich habe jetzt 26 Seeds. Ich mache mir schnell eine Dingens. Haben wir noch Sticks? Nein, haben wir nicht. Doch, ich habe noch Sticks. Gemacht, ja. Was soll ich denn hier machen? Weiß mal rüber. Ne. Ho? Ja, ne Ho. Ach komm, eine Eisenspitzhacke kriegst du auch noch. Danke. So. Bitte sehr. Und komm, Eisen, brenne schneller.
Alles klar, dann gehe ich mal schnell zum Wasser. Ey, ohne Witz. Essen. Essensicherung, ey. Und wir brauchen ein größeres Haus. Ein viel größeres Haus. Also ich habe jetzt 30 Seeds. Ja, okay, gut. Jo, jetzt verliere ich auch schon Leben von durch den Hunger. Ah, die ersten zwei Büsche sind groß ausgewachsen. Jetzt müssen nur noch Früchte dran wachsen. So. Ist natürlich sehr optimal, dass ich einfach durch Hunger sterbe. Das ist toll. Das ist richtig toll. Weil ich wollte eigentlich gerade in die Mine gehen und weiter farmen, aber da sind Monster und ich habe Angst vor Monstern, weil ich kein Leben habe. Weißt du was? Scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach in so ein Portal. Passiert da? Nein, tue ich doch nicht. Nein, diese Portale sind teilweise sehr, sehr verbuggt, sodass man nicht wieder rauskommt. Oder dass einfach der Server crasht, wenn man reingeht. Das ist toll. Deswegen mache ich das jetzt mal eben nicht. Oh, ich habe Eisen gefunden. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh, ich habe Redstone gefunden. Hätte ich jetzt nicht das Essensproblem, nee, hätte ich jetzt das? Schon mal, dann hätte ich jetzt schon mal eine YOLO-Action gemacht. Ja doch, Redstone. Dann hätte ich jetzt schon mal YOLO-Action gemacht und wäre schon mal so am Anfang vom Dungeon, hätte vielleicht schon mal ein, zwei Truhen geklärt. Aber ich habe ja nur 5 Herzen. Ich habe 7. Ja, meine Essensleiste ist ja wieder komplett leer. Ein Aluminium-Kies. Naja, Kies, woraus du Aluminium gewinnen kannst, aber was man ist mit, sinnvoll? Was man mit Aluminium macht, weiß ich nicht. Oh, da sind Schweine, Schweine, Schweine. Wo? Ah, Schweine. Du kannst noch sprinten. Ja. Aber lass dieses Essen würdig behandeln und braten. Ja. Da ist hier ein Dorf? Nee, es sind nur 2 Häuser, die aneinander hängen. Okay. Aua. Wie viel Essen hast du? Da drüben ist eine Falle. Lass die einfach mal aktivieren. Warum kriegst du Damage? Weil ich hungere. Oh, hier ist Glowstone. Geh da runter. Pass auf, dann passiert nämlich das hier. Das hier. Hallo? Halt. Warte. Eigentlich stürzt das nämlich zusammen, wenn man den Glowstone abbaut. Ja, warte, da baue ich mich mal schnell rüber. Warum? Da unten sind zwar Kisten, aber da sind auch massig Spawner, ne? Ohne Witz, wir werden einfach instant sterben. YOLO. Nee, nicht YOLO. YOLO ist gerade scheiße, wir müssen nämlich überleben. Kriegst du irgendwelche Flaschen ab? Ja, okay. Ha! Das ist passiert. Yo, was da unten für Monster sind. Komm, da können wir uns runterbauen. Das sind ein paar Kisten. Das sind 4 Spawner. Ein Creeper-Spawner, Alter. Skelette. Das überleben wir nicht. Ja, den kann ich kaputt machen. Nein, das überleben wir nicht. Jetzt zeige ich dir, wie man das überlebt. Du hast nicht mal eine Rüstung. Ja, und? Ich habe wenigstens eine. Oh, der Witz, ey. Clemens übertreibt hier schon wieder mit der Action, ne? Da ist ein verzauberter Creeper. Geh doch, Rille. Die sind böse. Ja, ich weiß. Hab ich ja vorhin gemerkt. Und da sind Skelette. Skelette werden dich töten. Warte doch, da unten, wir haben noch irgendwo Kies, oder? Die können wir nämlich ganz einfach killen. Nee, wir haben keinen Kies. Ohne Witz, Alter. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach... LOL, da sind Diamanten! An dem einen Pfahl, der da so runterhängt. Siehst du das? Hui! Was hast du getan? Der Creeper ist in die Luft geflogen. Geil. Gibt's hier irgendwo vielleicht noch Essen? Essen. Gib mir Essen. Ich will Essen. Ich sollte mir vielleicht meinen Homepunkt markieren. Da drüben. Home. So, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Ich glaube, wir sollten dann langsam mal aufhören. Ich glaub's auch. Ich meine, wir haben Pilotfolge, aber scheiß drauf. Da drüben sind noch ein paar Büsche, die baue ich eben noch ab.
Ich glaube nämlich nicht, dass... Da drüben ist ein rotes Biom, jo, da lässt sich vielleicht auch geil bauen. Hallo? Kriege ich meine Items bitte? Ah, es laggt wieder. Ach ja, ja gut, ich geh erstmal zurück. Ja, ich trete auch meinen Heimweg an, auch wenn ich halt nicht sprinten kann, aber... Auf jeden Fall sind da drin auch noch zwei Diamanten. Wo? Na, die hängen so von der Decke, von so, mit so einem Pfeiler da. Vielleicht sind die schon in die Luft geflogen? Nein, 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 die hängen noch. Ich meine eigentlich, ja, die hängen noch. Ich bin jetzt wieder gerade bei dem Ding. Alles klar, ich bin daheim. Jo, wahrscheinlich, Alter. Was? Es wird gerade Nacht, oder? Nee. Doch. Die Sonne meine Wolken sind voll verbuggt. Ich hab keine, ich hab die ausgeschaltet. Ja, mach ich jetzt auch. So. Wie sieht's eigentlich mit unseren Büschen aus? Na, noch nichts. Schade. Na, dafür habe ich jetzt nur noch zwei Porkchop, die ich einschmelzen kann. Ja, ich habe vier jetzt insgesamt, die ich reingeworfen habe. Lalala. Aber wir sollen doch die Folge nur 20 Minuten lang machen. Ja, aber es ist Pilotfolge, scheiß drauf. Die anderen sind auch noch nicht disconnected. So. Machen wohl nur die eine. Ja, so wie das war, machen wir heute. Also wir machen heute auch nur die eine. Ja? Ja. Wann machen wir den Rest? Donnerstag. Ja? Ja. So. Ja, gut, dann kommen wir hier rein. Ach, guck mal, ein Bärenbusch trägt schon Früchte. Gut, dann werden wir jetzt, hier mal die Folge beenden. Denn 33 Minuten oder wie lange auch immer die Folge schon geht, Outer City läuft ja immer bei mir schon ein bisschen länger. Reicht dann, denke ich mal, für die allererste Folge aus und ja, wir sehen uns dann. Stern. Ich habe ihn nicht gesehen, schade. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder oder, ja, wenn ihr das andere Team guckt oder bei einem anderen Video oder sonst was. Ja, dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Hau da rein, ich höre eine Spinne. Und tschüss.